Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War Ragnarök. Wir sind wieder hier in Sindris Haus und haben in der letzten Folge die Mission bekommen, nach Muspelheim zu reisen, um Sutr, den Feuerriesen, auf unsere Seite zu bringen. Genau. Wir haben uns nochmal neu ausgestattet bei Lunda, weil Brock ist ja nicht mehr da. Mit dieser Svartalfheim-Schlacke. Ich kann was draus machen. Und Sindri ist gerade auch auf Mission nach Svartalfheim und versucht, die Zwerge zu gewinnen. Aber generell nicht mehr so gut auf uns zu sprechen. Und deswegen ist jetzt Lunda für uns da. Die komischerweise nicht so sehr trauert um Brock, aber gut. Das ist vielleicht so ein kleines Ding, was durchgerutscht ist bei der Entwicklung. Bei so einem großen Spiel auch nicht weiter verwundernswert. So, wir müssen nach Muspelheim. Und zwar wahrscheinlich nicht in das Arena-Gebiet. Sondern... genau, nach unten. Aber es ist beides der gleiche Schnellreisepunkt, oder? Ne, da ist der Schmelztiegel. Okay, und hier müssen wir hin an die brennenden Klippen. Du weißt, wo wir Sutr finden. Ja, ich saß in seinem Schrein, als ich mit Thor in Muspelheim war. Thor. Keine Sorge, er hat's nicht mitgekriegt. Das war nicht meine Sorge. Wenn wir Sutr finden, müssen wir ihn überzeugen, sich mit seiner Frau Shinmara zu vereinen. Vereinen? Ja, wenn sich die zwei, verbinden, erschaffen sie ein riesiges, Asgard-zerstörendes Monster. Du liebe Zeit! Entschuldigung, ich habe da Zweifel wegen der Verhandlungen mit Reichswerker in Helheim. Ich glaube, sie wäre eher gewillt, mit jemandem zu sprechen, der zu den Verstorbenen zählt. Mimir, du wirst gebraucht. Oh, der Tod ist jetzt eine Kompetenz? Die zwei werden schon kurz ohne mich zurechtkommen. Und, würdest du bitte... Also gut. Vielen Dank. Wir kommen dann wieder zu euch. Hey, ich glaube, ich sehe da hinten Sutrs Schmiede. Sutrs Schmiede erreichen. Okay. Sutrs Frau. Wo ist sie? In Nibelheim, glaube ich. Hinunter können wir vielleicht die Schmiede sehen. Das passt ja viel besser, dass seine Frau in Nibelheim ist, also in der Eiswelt quasi. Achtung! Vielleicht ein Pfeil? Ob sie ihre Prophezeiung sahen und dann getrennte Wege ging, um dagegen anzukämpfen? Verständlich. Hoffentlich verstehen sie, warum jetzt Zeit für Ragnarök ist. Oika! Dort, da drüben. Hier waren wir doch schon mal, also so ähnlich sah es damals aus. Mein Gott. Euka Liptus.
Pyramide könnte hinter dem Lavafall sein. Du kennst dich aus. Ich habe eine Vermutung. Geht's da irgendwo hin? Ich mir eine gute Übersicht verschaffen. Nee. Stimmt, war das nicht hier? Ach ja, hier waren wir Tor, glaube ich, ne? Also hier in Muspelheim waren wir mit Tor, das weiß ich. Ich meine jetzt nur genau der Ort, aber ich weiß nicht genau, ob das genau der Ort war, in dem wir mit Tor waren. Dass wir hier mit Tor waren, weiß ich schon. Er muss gefasst sein, falls er uns nicht helfen will. Gefasst? Laut Prophezeiung vereint er sich mit Shinmada. Aber wer weiß, was die beiden davon halten. Du würdest versuchen, diese urzeitlichen Geschöpfe zu etwas zu zwingen? Naja, ich weiß nicht. Ohne sie gewinnen wir diesen Krieg nicht, oder? Hm. Wir müssen nah sein. Ich kann die Schmiede hören. Oh, nice. 1, 2, 3. Na. Da müssen wir doch rankommen. Wollte schon sagen. So richtig funktioniert das hier nicht. Es ist blöd, dass man sich hier nicht so richtig bewegen kann. Es ist ungewohnt in dem Spiel. Kann das Flammen weiterleiten? Ja, na bitte. Scheinbar. Gut zu wissen. Arbeit. Ich bin völlig verschwitzt. Suchen wir Sutra. Ist ja auch warm hier. Oh, Frostflamme, sehr gut. Das muss er sein. Wir fragen ihn. Was, wo ist denn da jemand?
Also, wer muss da sein, was? Ich sehe niemanden. Ach so, da oben. Hallo? Der Typ. Sutur? Ja, schmiedet, glaube ich, gerade den eisernen Drohnen. Oder ignoriert uns. Komm. Hallo. Wir suchen einen Feuerriesen. Hinfort. Was ist passiert? Hey, das war nicht. Jetzt kümmern wir uns hier um. Noch einer? Achtung! Er ist der Wächter dieser Welt. Es ist sein Recht, sie zu verteidigen. Danke, war nicht schlecht. Ah, bringt nichts. Hätte ich mir denken können. Wir vergessen es mit Tod. Leg los! Mein Gott. Schon sagtest, wir brauchen ihn. Oh, Chaosflamme auch noch. Mein Gott, jetzt kriegen wir aber alles. Ich helfe euch nicht. Wer bist du? Der, den ihr sucht. Was noch übrig ist. Warum hilfst du uns nicht? Ich will einfach nicht. Erklär mir das. Wir sterben. Klar. Weil du ja so gerne lebst. Nicht ich. Sie. Was soll das alles? Du hältst dich also von Shin Mara fern und wartest einfach auf den Tod? Wenn du bei ihr wärst, dann seid ihr zusammen. Wir sind zusammen. Ich hab ihr Herz. Sie hat meins. Es ist nicht viel. Aber es reicht. Aber du bist nicht... Warst du schon mal verliebt? Ist ziemlich schön. Dann wird Odin siegen. Und alle Welten außer Asgard werden fallen. Ja, er muss sterben. Das stimmt. Doch ich werde sie ebenso wenig opfern... Wie du ihn. Tut mir leid. Komm.
Warte. Die Klingen. Kann ich sie sehen? Ja, da drin steckt urzeitliches Feuer. Sie sind nicht aus diesen Landen. Das macht nichts. Ja, könnte gehen. Was denn? Stoß die hier rein. Und ich werde euer Monster. Aber wir werden sie da raushalten. Aber die Prophezeiung sagt, ihr müsst euch vereinen. Bist du sicher? Was habe ich zu verlieren? Na los, stich dem Mann in den Herz. Nicht hier. Also, schade. Folgt mir. Wo gehen wir hin? Sutre. Ich muss so kurz lesen. Sutra hat sich einverstanden erklärt, uns zu helfen, wenn wir Sinmara nicht hineinziehen. Er glaubt, dass allein ein Feuer, das durch die Chaosklingen kanalisiert wird, den nötigen Funken liefern wird, um das Monster, das Odin und Asgard vernichten wird, hervorzubringen. Dieser Mann der Asche gibt nichts auf sein Leben. Er sorgt sich nur um diejenigen, die er liebt. Er trägt ihr Herz in seiner Brust und er getrennt von seinem eigenen, genauso wie er auch von ihr getrennt ist. Ich glaube, ich verstehe, wie er sich fühlt. Zum Weltenfunken. Und das ist? Der Ort, wo Nivelheim und Muspelheim aufeinander treffen, an dem die ersten Welten entstanden. Mhm. Ihr cool. Werdet da nicht durchkommen. Ganz schön Angeber. Sutter? Ich bin's noch. Besser als laufen. Was erwartet uns an diesem Weltenfunken? Magie. Protogonos-Dinge. Damit und mit deinen Klingen und meinem Herz wird alles gut. Ich werde groß. Dinge zerhauen. Wird dir gefallen. Aber was passiert, wenn du dich veränderst? Keine Ahnung. Ich werde nicht mehr ich sein. Aber wirst du oder das künftige Du wissen, wann Asgard angegriffen wird? Ihr habt das Horn. Ja. Ja? Dann ist alles gut. Wow. Also, hier ist er. Der Weltenfunken. Wow, das ist wunderschön. Wir sehen uns drüben. Das ist viel zu einfach. Odin weiß, dass wir das Gjallarhorn haben. Er weiß, dass du die Maske hast. Nachdem Brock tot ist, denke ich, dass wir Sutter suchen, um den Krieg loszubrechen. Welche andere Wahl haben wir denn? Keine. Das weiß er auch. Wann immer ihr bereit seid. Achso, ich dachte selbst beim Weltenfunken haben sie Kisten hingestellt, aber haben sie leider nicht gemacht. Boah, ist das geil. Da sind wir. Was ist mit Shin Mada? Sollen wir es ihnen nicht sagen? Nein. Das täte ihr zu sehr weh. Mehr als nicht zu wissen, was mit dir ist? Jemanden zu lieben heißt manchmal, den kleineren Schmerz zu wählen. Das ergibt keinen Sinn. Versprecht, dass ihr sie in Ruhe lasst. Versprochen. Sutter, reicht es dich, mit den Klingen zu stechen, um dein neues Ich zu erschaffen? Shin Maras Herz ist kalt. So wundervoll kalt. Dein Vater hat jetzt mein Feuer in diesen Klingen. Wenn genug von mir und dem Feuer des Funken in genug von ihr übergehen, sollte es klappen. Gut. Komm her.
Das wird wehtun. Wie lange das dauert. Valkyren! Odin muss sie geschickt haben. Los! Da geht gut los. Weil ich dumm bin. Gewähr uns die Stärke, die wir suchen, in deinem Namen!
Vorsicht, rechts! Und los, stirb! Arbeite dran. Wow. Und nun? Geiler Kampf. Weg von ihm! Geil. Oh, geil. Geil, 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 geil inszeniert. Rist und Mist. Zwei gegen zwei Valkyrien gleichzeitig kämpfen ist, als ob das Meer und der Himmel gemeinsam über einen hereinstürzen. Ihre Koordination im Kampf war unübertroffen. Unglücklicherweise halten sie Odin aus freien Stücken, die Treue, und nicht aufgrund einer Verderbtheit, die durch ihren Tod wirkungslos wird. Ich würde es stets vorziehen, dass eine Valkyrie an meiner Seite kämpft. Ihr Ziel war es, die Maske zu Odin zurückzubringen und Atreus vielleicht gleich, Entschuldigung, mitzunehmen. Ich hoffe, die Kunde über ihren Untergang gelangt schnell nach Asgard. Shooter, bist du da? Vater, hier drüben! Ich bin Ragnarok. Hilfst du uns, Asgard anzugreifen? Ich erwarte den Ruf. Toll! Hast du gehört? Wir müssen ihn bloß mit dem Gjallarhorn rufen, wenn wir bereit sind. Gehen wir zurück nach Muspelheim. Und dann durch das mystische Tor. Okay, dann sind wir mal gespannt, ob das funktioniert. Der Kampf war echt cool, also alle Achtung. Wir haben noch einen neuen schweren Runenangriff bekommen. Der ist auch geil. Klappt. Ich kann's nicht glauben. Wir haben Ragnarök auf unserer Seite. Sutters Plan. Hat funktioniert. Ich meine, die Valkyren waren ein kleiner Rückschlag. Aber Odin ist jetzt bestimmt beunruhigt. Er weiß, dass wir hinter ihm her sind. Ja, also ich... Denk mal drüber nach. Wir werden in Asgard auftauchen und Ragnarök wird kommen und alles zerstören. Odin wird keine Chance haben. Wir werden gewinnen. Groa hatte recht. Groa sah jedoch nicht voraus, was wir im Gegenzug opfern würden. Vielleicht konnte sie nur die großen Dinge sehen. Das wird doch funktionieren, oder? Aber Odin weiß halt auch davon, ne? Wir waren ja mit Tier, vermeintlichen Tier, zusammen in Alfheim. Und dadurch kennt er ja auch die wahre Prophezeiung von Ragnarök. Das war, glaube ich, ganz am Anfang, nur in Folge 10 oder wann das war. Oh. Ragnarök wird stärker. Hey, da, die Klippe. Das Erdbeben hat offenbar einen Vorsprung geschaffen. Hallo, Hilfe!
mehr von Odins Truppen. Sie wollen die Arbeit seiner Valkyrien beenden. Du hast Bifrost an dir. Sei vorsichtig. Hinten! Oh. Nicht packen! Scheiß Drecksvieh. Wir müssen hier verschwinden. Wir haben hier mehr zu kämpfen gehabt als im Kampf gegen die Walküren, das ist ja nicht normal. Also, du hast in vielen Kriegen gekämpft, nicht? Du hattest nie so etwas wie Ragnarök auf deiner Seite. Ja. Und die Kreatur ist kein Garant für unseren Sieg. Stimmt. Wir wissen aber immer noch nicht, wie die Kreatur auch aussieht, ne? Noch ein Erdbeben. Wenn das so weitergeht, wird hier alles zusammenbrechen. So. Langsam spielen wir uns ein, würde ich sagen. Geht's dir gut? Werden ihre Angriffe nicht so bald einstellen. Wir müssen zurück. Ja, ich arbeite ja dran, Sohn. Was ist das jetzt für eine blöde Aufforderung hier? Wir müssen zurück. Das weiß ich doch. Was machen wir hier gerade? Wenn ich fragen darf. Du bist ruhig. Ich meine, du bist immer ruhig, aber... ruhig als sonst. Ich hatte gehofft, die Tage der ständigen Kämpfe wären vorbei. Ich hatte gehofft, dass mein Sohn nie in den Krieg ziehen muss. Oh Gott, ein Heimdall-Verschnitt. Den Schild zerstören! Okay. Bifrost, berg dich! Bifrost!
wissen, was das für Asgard bedeutet. Läuft doch. Rechte Seite. Wir müssen weg, bevor noch was kommt. Zum Tor geht's durch den Weg in den Felsen, wenn du bereit bist. Ich hoffe, ich heile mich nur mal kurz hoch und der hat irgendwas Cooles gedroppt. Ah, Bestiengebein, sehr gut. Vater, ich weiß, dass wir das Richtige tun. Ragnarök muss geschehen. Der Preis, den wir und andere für diesen Krieg bezahlt haben, ist hoch. Er wird immer höher. Er wird es wert sein. Kein Krieg ist es je wert. So. Brüder, wie war es? Und ja, meine Nützlichkeit für einen gewissen Vanir-Trottel ist zu Ende. Ragnarök erwartet uns. Genau wie die Armeen von Hel. Hauptsächlich dank mir. Uns scheint wohl endlich der Krieg zu erwarten. Endlich. Und wohin jetzt? Wir haben etwas Zeit, bevor wir am Tempel erwartet werden. Das könnte unsere letzte Chance sein, Vater. Okay. Willst du irgendwas zu Ende bringen? Das war doch unser Signal. Das heißt, wir werden jetzt wirklich nochmal ein bisschen rumgucken. So viel ist es ja nicht mehr, ne? Wie hier noch Pfad der Zerstörung und so ein bisschen. Den Drachen wollten wir auf jeden Fall mal noch machen. Wir wollten aber auch hier oben den Krater mal angucken, also das Tiefland, was es hier noch gibt. Jetzt sagen wir, gehen mal hier hin. Und fangen einfach mal da nochmal an. Geht es wieder zum Krater? Da erwartet uns noch Arbeit. Etwas Großes und Hungriges pirscht durch den Dschungel im Krater. Sehen wir uns das mal an. Ja, die Scheiße war ja auch noch. Sather-Krieger suchen noch den Kraterheim. Geben wir ihnen ihren Frieden. Wir gehen. Stimmt, der Scheiß war ja auch noch. Mit dem. Aber erstmal hier können wir zu Lunda und... Da hat Brock gute Arbeit geleistet, aber... Können auch mal alles einmal hochleveln. Köpfe zu spalten. Das nenne ich mal aggressive Messer. Dagegen sieht Odins Speer wie ein Zahnstocher aus. Vielen Dank. Haben wir jetzt wirklich bei der Mission nochmal für alles ein Dings bekommen, ne? Ist echt cool. So, hier ging es irgendwo runter, glaube ich. Oike. Hier. Die senken. Okay. Na komm. Aber. Damn.
Hä? Gar keinen Bonus Schaden durchgekommen jetzt. Wo ist sie hin? Sie wird zurückkommen. Jägerinnen behaupten das. Aber sie töten aus Freude am Töten. Das hätte sie nie gewollt. Nein, dahinter steht ein Zweck. Wir erkennen ihn nur nicht. Okay, sie wird uns wahrscheinlich noch ein paar Mal beglücken dann. So wie es aussieht. Da geht es wahrscheinlich wieder hoch, oder? Oder geht es da woanders hin? Weiß nicht, ob es da wieder komplett hoch geht oder nur woanders hin noch in dem Gebiet. Nee, ich geht wieder komplett hoch. Okay. Aber da ist noch ein Kram. Da ist noch so ein Ding. Und da oben ist sogar noch. Okay. Ah ja, hier ist eine Truhe. Fangen wir doch mal hier an. Da müssen wir doch fast so hinken. Ja, gar nicht ganz. Okay. So, oben war glaube ich noch ein. Ja, da R. Die letzte sehe ich gerade nicht. Ja, wir gehen einfach mal da hoch. Gucken wir mal. In Ruhe. Müssen hier nicht auch irgendwo die Kristallsplitter liegen? Das brennt ja jetzt, genau. Perspektive ist manchmal echt schwierig. Ist echt zu schwer, die Perspektive. Okay, die sind jetzt verbunden. Na komm, das sagst mir doch, du kannst es. Wow, schon wieder nicht geklappt. Ich hasse sowas. Von hier oben wird es auch nicht besser gehen, denke ich mal. Und das letzte Ding fehlt uns immer noch. Das ist immer noch das ein Problem. Hier ist es ja doch hier weiter in die Richtung. Oh. Bei den Göttern! Was war das? Beben. Aus der Erde. Oder etwas anderes. Von Beben in Wannerheim habe ich nie gehört. Das muss eine Ursache haben. Brennende Mulde. Dann gucken wir doch mal. Es klingt nach einem kleinen Monster. Was soll das Problem sein? Ich glaube, da gibt es kein Problem. So. Dann probieren wir das halt noch einmal. In aller Ruhe.
Muss ja irgendwie gehen. Lass mal so. Okay. Genau, so, dass wir halt erstmal auf jeden Fall wissen, dass wir da hinkommen. Hey, das ist doch... Spiel verarscht. Oik. Es leuchtet doch immer da oben. Was wollt ihr denn noch? Endlich. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal, woher das Beben kommt. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder bei God of War Ragnarök. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut und ciao.